afrikanischen Sonnenaufgang und afrikanischen Sonnenuntergang. Das ist unschlagbar. Als ich ein Kind war, hatte ich eine Cousine und sie hat so ein Kitschbild gemalt mit dem afrikanischen Sonnenuntergang. Die typische Savanne mit den Akazien drinnen. Und ich habe ja auch immer auf Afrika, und Dschungelwellen und so weiter. Hat sich das ganz tief bei mir im Kopf verankert. Und obwohl wir jetzt schon 8 Jahre da sind, das Bild kommt mir jedes Mal in den Sinn. Und jedes Mal, wenn wir zu oben heimkommen von der Arbeit, wenn wir genug früh heimkommen, sitze ich immer geschwind dort und schaue den Sonnenuntergang an. Es ist schon ein Wunder der Natur und eine wahnsinnige Schönheit. Aber der Alltag im Paradies ist auch unberechenbar. Christians Frau Mischa ist Notärztin bei der Okavango Air Rescue. Ihr Tag beginnt ganz anders. Wir sind heute Morgen um 6:30 aus dem Bett berufen worden für einen möglichen Helikoptereinsatz im Delta, wo sich ein kleines Mädchen verletzt hat am Bein und der Vater besteht darauf, dass ein Arzt das anschaut. Wir haben dann gesagt, okay, wir können sofort fliegen. Haben einen Kostenvoranschlag gemacht, weil es kein lebensbedrohlicher Notfall ist. Und haben jetzt, lass uns auf die Uhr gucken, 2 Stunden später das Okay bekommen. Wir dürfen kommen, aber nicht jetzt. Weil die Gäste gehen jetzt auf einen Game Drive und es wäre recht, wenn wir gegen 12 Uhr dort landen würden. Im Okavango-Delta in Botswana können vermögende Touristen aus aller Welt eine Vielzahl an wilden Tieren beobachten. Game Drives heißen die Safari-Fahrten in gesicherten Fahrzeugen. Wenn diese Gäste nach der Schweizer Rettungsfirma rufen, weiß Mischa nie genau, was sie erwartet. Eine lebensbedrohliche Verletzung oder eine Bagatelle? Im mittleren Westen der USA ist Tornadosaison. Seit einer Woche fahren die Friburger Dominik und Sascha durch das große Land, jagen Gewitterzellen und wollen unbedingt einen Tornado vor ihre Fotolinse bekommen. Physiklehrer Dominik hat ein Gewitter entdeckt, das es in sich hat. Zusammen hat keinen Niederschlag, aber das ist spannend. Von der Windschärfung, das ist unglaublich. Vor ihren Augen entwickelt sich die perfekte Ausgangslage für einen Tornado. Und das nur ein paar Kilometer entfernt. Die beiden können es nicht glauben. 10%. Ich glaube, das hat es wirklich in den letzten paar 10 Jahren nie gegeben, so etwas. Und das ist unglaublich. Und das löst vor allem Staunen aus. Jetzt nur keine Zeit verlieren. Während Sascha das Mietauto bereit macht, prüft Dominik, was seine Konkurrenten, die professionellen Stormchaser, vorhaben. Ich schaue noch schnell die Chase-Versammlung an, die wir hier haben. Im Moment haben nicht alle das Signal angeschaltet, aber das sind bereits solche, die unterwegs sind. Und es gibt immer die, die einfach das Signal erst anschalten, wenn sie wissen, oh, wir sind gut, wir wollen zeigen, hey, wir sind am richtigen Ort. Und wenn sie falsch sind, dann tun sie das Signal nicht einmal rein. Und ich hoffe einfach, dass einfach nicht zu viele Leute vor Ort schon bereit sind oder werden sein. Aber ich denke, die Lage ist so klar, wo man her muss gehen. Das Tornadojagen ist in den USA Volkssport. Meteorologen, Hobbyfotografen, Journalisten und ganze Busladungen von Touristen. Alle wollen den Nervenkitzel eines möglichst mächtigen Tornados hautnah miterleben. Schau mal, der hat die Auto. Ah, und da, mein Stormhunter ist auch noch da. Schau mal, Stormhunters. Soll ich ein Weiterkärtchen dem geben? Die beiden Schweizer halten sich von der Masse fern. Sie wollen ihren eigenen Tornado finden. Vielleicht hat es auch etwas mit Stolz zu tun, einen eigenen Tornado zu haben und zu sagen, voilà, da ist einer. Und dass man nicht im Mainstream entlang geht, mehr oder weniger. Die nehmen. Ja.
Seitdem sind wir hier, glaube ich, sehr gut positioniert. Jetzt müssen wir einfach warten, was das Teil macht. Es soll jetzt wachsen, soll gross werden, soll erwachsen werden. Dann macht es hoffentlich einen Tornado. Sonntagmorgen in Osttimor, Südostasien. Daniel Moser und seine Familie widmen diese Zeit Gott. In der Hauskirche. Gemeinsam mit Freunden. Vater, ich bin dir dankbar, dass ich dich Vater nennen darf. Dankbar, dass du mir ein guter Vater bist und ich mit dir in einer Beziehung sein darf. Es ist wunderbar, dass du jeden akzeptierst, auch mich, so wie ich bin. Ich muss dir nichts beweisen, sondern kann immer zu dir kommen. Danke, dass du heute für uns da bist. Amen. Kirche ist für mich wie etwas ganz Normales, wo man Beziehung pflegt. Das praktiziert, was wir gemacht haben, darüber geredet. Darum hier ist es nichts anderes. Wir haben einen Glauben, der uns vereint. Ich denke, das ist der christliche Gedanke hinterher, dass wir anderen Leuten helfen wollen. Aber dass wir anderen Leuten helfen können, müssen wir mal mit uns, glaube ich, im Reinen sein und klar sein, was wir auf den Tisch bringen. Und das ist, glaube ich, ein Teil von dem, ist, dass wir eben wie realisieren, was unsere Schwächen sind und, oder daran arbeiten. Ja. Daniel ist überzeugter Christ. Vor 8 Jahren hatte er ein Erlebnis, das sein Leben für immer verändert hat. Damals war er Fallschirmaufklärer für die Schweizer Armee. Das war eine spezielle Begegnung, weil ich dann im Kosovo war, mit der KFOR im Einsatz. Und bei einem Ferienflug bin ich in einem Flugzeug hingekocht. Das weiss ich noch. Und die Türe bei der Cockpit-Tür ist nicht zu. Die ist immer wieder auf und zu, je nach Links- und Rechtskurve. Und wir sind so durch die Wolken durchgeflogen. Und in dem Moment höre ich wie eine Stimme. Das habe ich wie vorher und nachher nie mehr erlebt. Das war wie eine Stimme, die mich gefragt hat, willst du fliegen und willst du für mich fliegen? Die 2 Fragen habe ich wie gehört. Und ich wusste, ja, das wird jetzt auch Gott sein. Ich hatte in dem Sinne nichts dagegen. Ich habe dann gesagt, ja, okay, ich versuche es. Ja, 8 Jahre später sind wir nachher hier gelandet. Ja. So wird Daniel Pilot bei der Mission Aviation Fellowship, einer christlichen Hilfsorganisation. Seit 4 Jahren lebt er ein Leben als Missionar. Ich habe jetzt das Gefühl, dass das Wort manchmal falsch verstanden wird. Für mich ist das einfach mein Glauben ausleben. Und es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie ein Christ sein Glauben auslebt. Ob jetzt das eine ist, der eine Kirche aufbaut, oder ob das eine ist, der ganz praktisch fliegt oder was auch immer, das spielt keine Rolle. Okay, we just received a medevac call to the KK. We're gonna have to land here. Are you able to respond to that? Der Inselstaat Osttimor liegt in Südostasien, nördlich von Australien. Er ist nur 1/3 so groß wie die Schweiz und hat gut 1 Million Einwohner. I should be there in about 20-25 minutes, so it's all good. Thank you. Täglich ist Daniel mit der Realität im drittärmsten Land der Welt konfrontiert. Seine Arbeit ist hier bitter nötig. Ein Neugeborenes hat zu wenig Blut. Es muss so schnell wie möglich ins Krankenhaus, der Hauptstadt Dili, gebracht werden. Aldo, do you have one clip? Or is it in the door? Ein Rettungswagen braucht über die Bergstraßen 3 bis 4 Stunden. Der Flug wird keine 30 Minuten dauern. Diese Zeit entscheidet oft über Leben und Tod. Dili, approach Mike Cape Coast Cruise over Juliet 1200. Mike Cape Coast Cruise, I'm fine, all right. Aber ja, jetzt schaust du, viele Leute leben halt schon in so kleinen Dörfeln irgendwie im Zeug oben. Osttimor ist dringend auf ausländische Hilfsorganisationen angewiesen. Das Land ist erst seit 2002 eigenständig. Vieles funktioniert noch nicht so, wie es sollte. Am Flughafen sollte das Baby möglichst schnell ins Krankenhaus transportiert werden. Aber der Krankenwagen ist noch nicht da. Darum hoffen wir, dass jetzt die Ambulanz kommt. Das ist fast mehr stressig, als wenn man voll Einsatz gibt und nachher hier auf die Ambulanz wartet.
Wenn ich eben ein Kind habe, das ja, am Röcheln ist, dann fängt es bei mir auf den Rumoren. Und dann läuft einfach eine Ambulanz an, bis sie kommt. Manchmal haben sie einfach keine Fahrer, manchmal ist die Ambulanz kaputt. Und, ja. Das ist etwas, das mir Mühe macht. Ah, I'm coming. Endlich. Daniel kann den kleinen Patienten den Rettungssanitätern übergeben. Ich denke, wenn ich zu fest reingeben würde, dann wäre ich jetzt daheim. Oh. Ich kann mich nicht über jedes Schicksal informieren und interessieren und all das. Wenn die Tür zugeht und sie abfahren, dann versuche ich irgendwie abzuschließen. Merlo, am Fuße der Anden. Gestern überquerte der Ostschweizer Stefan Zeberli mit seinem Ballon die Gebirgskette auf 7000 Meter Höhe. Heute soll es entspannter zu und her gehen, mit einer Fahrt über das Weinanbaugebiet von Mendoza. Am Mittag hat es auch plötzlich recht Wind, thermisch und so. Also es hat halt schon gewisse Erwärmung gegeben, was halt nicht so optimal ist zum Ballonfahren. Stefan ist einer der weltbesten Piloten. Aber die Verhältnisse in den Bergen Argentiniens sind nicht zu vergleichen mit dem Wind in den Schweizer Alpen. Hier kreuzen sich verschiedene Zugwinde. Ab einer gewissen Höhe kann das gefährlich werden. Verstanden, wir wären stark klar, brauchen einfach etwa 15 Sekunden Vorlauf. Wir sind gestartet. Also ich habe mit 6, 7 schon Ballonfahrer werden. Als ich Kind war, war gerade der grosse Boom in der Schweiz mit den Ballonen. Und also im Thurgau, wo ich aufgewachsen bin, dort hat es halt extrem viele Ballonfahrer gehabt. Also in diesem Gebiet ist es halt einfach optimal zum Ballonfahren. Schon mit 6, 7 war für mich klar, mit 16, wenn ich genug alt bin, fange ich an Ballonfahren. Das war einfach mein Traum. Meine Eltern haben mich unterstützt, haben immer gesagt, ja, wenn du das willst, mach das. Wir haben auf einem Bauernhof gewohnt und wir hatten ein eigenes Land und ich habe natürlich Gemüse abbauen und habe das Zeug dann so können verkaufen und so eigentlich schon im Schulalter Geld verdient. So konnte Stefan seinen Traum verwirklichen. Mit 16 hat er seinen ersten Ballon gekauft. Bis heute hat er über 2000 Fahrten gemacht, ist siebenfacher Schweizer Meister und vierfacher Europameister geworden. Die Faszination ist genau die gleiche heute wie als kleiner Bub. Mit dem Spiel vom Wind, mit dem Wetter, Natur, näher verbunden zu sein. Also, dann gehen wir rauf. Ja, lass uns mal so weiter steigen. Bis jetzt habe ich nichts wirklich. Jetzt passiert gerade etwas bei mir. Die Anden erzeugen ab einer gewissen Höhe Windwirbel, die dem Ballon ordentlich zusetzen können. Stefan weiß nicht, in welcher Höhe die Turbulenzen auftauchen und wie stark sie sein werden. Ja, jetzt kannst du wieder brennen. Brennen? Ja. Wie hoch sind wir? 2006. Das kann im Moment ungemütlich werden.
Jonas Langenecker hat einen großen Traum. Er will Schweizer Meister im Segelkunstflug werden. Seit er mit 15 zum ersten Mal in einem Segelflugzeug saß, lässt ihn diese Art des Fliegens nicht mehr los. Ich fliege jetzt doch auch schon 10 Jahre. Ich kann es fast nicht glauben eigentlich. Ja, ich weiß nicht, wenn man mal angefangen hat und so drinnen ist. Es sind die Leute, es ist das Fliegen. Und wenn man dann einfach wieder mal in den Himmel schaut und die Wölkchen sieht, ich glaube, dann wird man am liebsten einfach nur mal wieder in den Flieger hocken und eigentlich nichts anderes. Jonas fährt fast jedes Wochenende auf den Flugplatz, um zu trainieren. Also. Heute kann der 25-Jährige ein großzügiges Erbe antreten. Hast du jetzt schon fast nicht mehr gebraucht, den Wohnwagen eigentlich, oder? So 2-3 Mal im Jahr. Okay. Jonas bekommt einen alten Wohnwagen direkt beim Flugplatz Amlikon geschenkt. Ich bin jetzt 45 Jahre geflogen und bin ein bisschen älteres Semester, ein bisschen andere Hobby. Und gib da gerne einen Jungen weiter. Du musst einfach zeigen, was du willst. Ja, ich bin ja grundsätzlich mit allem um alles vorher, was noch drin ist. Also von dem her. Ja, das ist cool. Jetzt kann der Wahlzürcher auch hier wohnen und übernachten, wenn er an den Wochenenden für die Schweizer Meisterschaft im Segelkunstflug trainiert. Ich kann eigentlich nur mehr träumen davon. Und es ist auch mega praktisch, wenn man viel auf dem Flugplatz ist, wenn man so einen schönen Wohnwagen hat, wo man sicherlich einrichten kann. Das ist viel wert. Eigentlich lebt Jonas mit seiner Freundin Anna im zürcherischen Efretikon. Anna unterstützt ihren Freund bei seinem aufwendigen Hobby. Vor allem an den Wochenenden muss sie aber oft auf ihn verzichten. Ja, Segelflüge, das gehört einfach zu seinem Leben, das ist seine Leidenschaft. Ich glaube nicht, dass er ohne Segelflüge könnte. Und es ist auch schön so. Es ist auch schön, kann er dabei aufgehen und dass er auch so erfolgreich dabei kann sein. Da bin ich natürlich auch stolz. Die Jungflieger sind eine eingeschworene Gemeinschaft, die Jonas extrem wichtig ist. Hier fühlt er sich zu Hause. Ja, irgendwie noch schön, so, dass der Flugtag nach dem Fliegen noch weitergeht, dass man miteinander zusammenhocken und zusammen zu Nacht essen. Und nicht einfach Flüge versorgen und heimgehen. Gell, Philipp? Flüge versorgen und heimgehen. Trotz aller Geselligkeit. In Jonas steckt ein ehrgeiziger Pilot. An der Schweizer Meisterschaft in einer Woche will er beweisen, dass er sich weiterentwickelt hat. Er wagt den großen Sprung in die höchste Kategorie, Unlimited. Bis ein Anruf sein großes Ziel zunichte macht. Der Organisator teilt ihm mit, dass die Kategorie Unlimited in diesem Jahr nicht durchgeführt werden kann. Es ist so, dass ich der einzige Teilnehmer bin in Unlimited. Wenn ich jetzt allein fliege in Unlimited, dann kann ich natürlich nicht Schweizer Meister werden. Ja. Ein harter Schlag für Jonas. Scheinbar vergeblich hat er sich 3 Monate lang vorbereitet. Eigentlich habe ich ja extra trainiert jetzt ein Jahr für Unlimited und würde das eigentlich auch gerne ein bisschen zeigen, was ich geübt habe und auch ja, schauen, wie gut dass es auch wirklich ist. Ja. Die Tornadojäger Dominik und Sascha hingegen sind ihrem Ziel näher. Eine Gewitterzelle baut sich auf. Oh, wenn es das ist, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Auch bei den anderen Sturmjägern herrscht nun plötzlich Aufbruchstimmung. Während einem Tag hat man 100 Entscheidungen, die man muss fällen muss. Und bis man die gefällt hat, ist man wirklich immer voller Zweifel. Es können 4 Superzellen unterwegs sein und eine davon wirft den Tornado. Welche wähle ich jetzt? Wählen? All die grünen Punkte, das sind Stormchaser. Unser Ziel ist eigentlich weg von diesen Stormchasers, weil wir wollen eigentlich eine schöne Zelle haben und auch für uns am liebsten alleine. Während die anderen Tornadojäger auf ein Gewitter im Norden setzen, fahren die 2 Schweizer ostwärts. Rose Cove, das ist eine Ausfahrt vor
Olchala oder wie das wieder heisst? Ja, Olala. Olala, okay, oh, gut, das klingt gut. Olala. Olala, jetzt geht's los. Jetzt geht es nur noch darum, rechtzeitig am richtigen Ort zu sein. Da ist jetzt eine ganz schlimme Zelle unterwegs. Das könnte wahrscheinlich wirklich die stärkste Zelle sein. Ich habe keine Ahnung, was jetzt ablaufen wird. Hure Kackstrasse. Ja, Tornado-Meldung bestätigt. Zwei Tornado hat sie schon geworfen. Damisieren! Ja. Jetzt haben wir den spannendsten Moment des ganzen Chasing eigentlich. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Während seine Frau Mischa einen medizinischen Einsatz fliegt, fährt Christian Groß zu einem Schulhaus mitten im Delta. Das ist die Schule. Er und Mischa haben das Projekt gemeinsam geplant und bauen lassen. Hier sollen schon bald die Kinder der umliegenden Farmen zur Schule gehen. Das Einzugsgebiet beträgt mehrere Dutzend Kilometer. Das grosse Haus ist die Küche, dahin ein Gemeinschaftsraum. Und da hat es rundum 7 Klassenzimmer. Also das sind die 7 obligatorischen Schuljahre in Botswana. Nur haben die Schweizer noch keine Lehrer gefunden, die hier unterrichten wollen. Solange die Gebäude noch leer stehen, machen sich die Wildtiere gerne an den Strohdächern zu schaffen. Da hat schon mal einer Schnorre voll Gras rausgenommen. Mit seiner Okavango Air Rescue hat Christian ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Nun will er der Bevölkerung von Botswana etwas zurückgeben. Wir haben es selber gebaut, mit unseren eigenen Leuten. Das hat natürlich einen Haufen Kosten gespart. Und wir haben auch gewusst, wo das Geld hingeht. Letztes Jahr hatten wir eine grosse Flut. Wir hatten Schwierigkeiten, mit den Lastwagen durch die Wasserlöcher durchzukommen. Und wir haben etwa 100'000 Franken gebraucht für den Transport. Und etwa 200'000 Franken für die Materialien und für den Bau. Wer hier draußen im Busch auf etwas wartet, braucht Geduld. Aber Christian ist zuversichtlich, dass die Lehrer schon bald gefunden werden und der Schulbetrieb beginnen kann. Ein paar Kilometer von Osttimors Hauptstadt entfernt arbeitet Deborah Moser. Die Frau von Missionspilot Daniel kommt alle 2 Wochen hierher. Sie hat eine Ausbildung als Heilpädagogin und hilft Menschen mit einem Handicap. Sohn Eli begleitet sie zur Arbeit. Hey! Bon dia, Marcel, dia Kalei. Au dia, obrigada. Bon dia. Dia Kalei. Ita Naransaida. Anti. Anki. Anki. Die Behinderten hier haben noch ganz andere Stellenwert als bei uns in der Schweiz. Viele werden versteckt immer noch, viele müssen daheim arbeiten und dürfen nicht in die Schule. Und darum finde ich es so wichtig, dass sie einen Ort haben, wo sie herkommen können. Und Timoristaff, die hier arbeiten, die machen es immer wie besser. Und ich glaube, gleich braucht es uns hier nicht mehr. Und das ist gut. Aber jetzt können wir noch etwas mitgeben. Und das ist super, glaube ich. Diese Stunden im Heim für Behinderte bedeuten Deborah viel. Sie genießt die Abwechslung. Zu Hause ist sie mit Eli oft allein. Deborah arbeitet ehrenamtlich. Sie hat kein Arbeitsvisum für Osttimor. Mir ist Hände cool. Das ist das, was ich in der Schweiz geschafft habe, gelernt habe. Es fehlt natürlich, dass ich jetzt etwas von dem hier brauchen und machen kann. Ja. Seit 4 Jahren leben Deborah und Daniel in Osttimor. In einer Kultur, die ihnen zu Beginn völlig fremd war. Die Rolle der Frau hier ist schon sehr definiert. Also, du giltest hier als Frau jemand, wenn du Kinder hast. Sie sind sehr in Gruppen unterwegs. Du siehst nie eine Timoresin, die
die alleine kochen oder alleine waschen. Da sind immer Schwestern, Tanten, Mütter, Grossmütter, Kinder dabei. Osttimor hat sich 2002 in einem Unabhängigkeitskrieg von Indonesien getrennt. Die Folgen dieses Krieges sind bis heute spürbar. Ja, es ist sicher ein Entwicklungsland. Es wird oftmals betitelt als das ärmste Land in Südostasien. Der Mensch hat anderen Wert, würde ich mal sagen, als im Westen, wo man alles macht, für das, dass man noch zwei, drei jährlich ausdrücken kann. Ich schaue das der Bevölkerung hier und einfach allen, dass man dran bleibt. Aber es geht dem Menschen hier, dem Einwohner, schon nicht super. Oh, schau da, Hundeli. Ja. Es gibt definitiv Sachen, die man von hier in die Schweiz nehmen kann. Das einfache Leben, das Zeit haben. Ich habe das Gefühl, daheim hat man für nichts Zeit. Und hier nehmen sie sich Zeit. Oder auch das konstante Denken, was denkt der andere über mich, ist ja viel weniger. Hier machst du es einfach. Obrigada. Andererseits können wir von ihnen auch lernen, so die Lebensfreude oder im Moment zu leben. Das finde ich sehr schön. Das können sie gut. Eli, der Sohn von Deborah und Daniel, wächst in Osttimor auf. Und der kleine Blondschopf fällt hier auf. Ja, der Eli ist wirklich ein bisschen ein Magnet hier in der Kultur. Die manchmal ist es genug Herz zu leben. Und wenn die Sonnenschein daherkommt, dann dürfen die doch einen Strahl davon nehmen. In Botswana ist Misha unterwegs zu einem medizinischen Einsatz. Sie wurde in eine Safari-Lodge im Okavango-Delta gerufen. Hier soll sich das Kind amerikanischer Touristen am Bein verletzt haben. Wie schlimm die Verletzung ist, weiß die Notfallärztin nicht. Jamila, how are you? Er weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir fahren jetzt zu irgendeinem Patienten und schauen mal, ob wir da was machen können. Do you know where to go? Der Ranger bringt Misha und ihr Team in die Safari Lodge, ein Luxushotel mitten im Naturreservat. Hi, Richard. Hallo, ich bin Dr. Misha. Wir haben die Wunde jetzt jeden Tag gereinigt und versorgt. Und das war nicht genug? Ich habe meinem Doktor zu Hause ein Bild geschickt. Und er hat gemeint, es wäre besser, wenn man es anschaut. Hi, und du bist die arme Verletzte. Okay. Ich denke, wir gehen mal rein und schauen uns das an. No problems. Please come along. Die Beinverletzung ist nichts Schlimmes. Zur Sicherheit will Misha dem Mädchen aber eine Infusion mit Antibiotika legen. On three, I put the needle in, okay? Don't count to three. Then I know it's coming. Yes. No, come on. It's easy. Okay, you komm jetzt, schau einfach darüber. Okay. So it's all done. Es ist schon vorbei. Hast du das überlebt? Schon fertig. Okay. So we're going to clean it nicely and put something around and yeah, it shall be fine. Okay. Die Sache ist schnell erledigt. Und das Team der Okavango Air Rescue wird für seinen Einsatz mit seltenem Besuch belohnt. Elefanten trauen sich nicht oft so nah an eine Safari-Lodge heran. Und kurz darauf geht es auch schon wieder zurück zum Helikopter. Das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, aber ich bin recht optimistisch, dass das wieder gut kommt. Viele kleine Wunden starten so und werden dann zum großen Desaster und enden manchmal auf der Intensivstation.
hoch sind wir? 2006. Stefan und sein Team sind derweilen in ein paar heftige Turbulenzen geraten. Die unvorhersehbaren Zugwinde über der argentinischen Hochebene machen dem erfahrenen Piloten zu schaffen. Ich glaube, wir bleiben unten. Mit einer Föhnsituation. Und der Wind macht dann immer so wie Wellen nach oben. Und die haben wir jetzt gespürt, die Wellen. Dreimal. Und je nachdem, wie stark sie sind, ist für mich der Punkt, wo ich sage, ich will nicht weiter drin. So, to all balloons from Stefan. So, the turbulences are really heavy, really heavy. Stefan ist als Erster gestartet. Jetzt kann er seine Kollegen vor den Turbulenzen warnen. Irgendwann haben die Turbulenzen schon ein Mass, was gefährlich ist. Und noch weiter rauf in die Hauptströmung jetzt gehen, ja, da kann dann recht schütteln. Ja. Jetzt können wir die schöne Ballonfahrt weiter genießen. Ja, das mag ich nicht so, wenn es so. Auf dem TÜV. A man with three children. Die Fahrt über das Weinanbaugebiet von Mendoza war die zweite Etappe dieser Expedition. Der Höhepunkt der Reise steht Stefan aber noch bevor. Morgen will er vom Ballon aus die totale Sonnenfinsternis über Argentinien beobachten. Im US-Bundesstaat Texas geht es nicht so beschaulich zu und her. Die Tornado-Jäger jagen mit 130 Stundenkilometern einer Gewitterzelle hinterher. Das Violette, das wir hier haben, ist eine Tornado-Warnung. Und es hat einen sogenannten Zellsplit gegeben, sprich, sie ist auseinandergegangen. Und jetzt hat es einfach zwei Kerne. Dominik muss sich entscheiden, welche Gewitterzelle er weiterverfolgen will. Jetzt müssen wir uns auch sehr langsam in Position bringen. Ja. Also, raus. Dann nach rechts. Dann. Rechts. Also geradeaus, ja. Es ist immer noch Tornado gewarnt. Sie hat ein schönes Wiel. Geradeaus, ja. Jetzt links, Bader links, ja. Links. Wir gehen noch geradeaus. Gut. Jetzt rechts. Die erste Straße. Die zweite Straße und vorne nachher dann wieder rechts. Die nächste Straße links. Sorry, wir sind da irgendwie im Gatter gefahren, weil es nicht nachher gesprungen hat. Geradeaus, ja. Jetzt links, Bader links, ja. Links. Wenn ich einen Wunsch hätte, wäre einfach ein bisschen leicht schneller zu fahren, aber nur wenn es geht. Aber nach den vielen kleinen Irrwegen scheint sich der Sturm plötzlich in Luft aufgelöst zu haben. Siehst du noch etwas vom Letzten? Keine Ahnung. So schnell habe ich noch nie gesehen, wie viel zusammengefallen. Obwohl die Wetterdaten einiges mehr versprochen hatten, bleibt zum Schluss einmal mehr nur ein Regenschauer übrig. Vielleicht wäre die andere Gewitterzelle doch die bessere Wahl gewesen. Unsere Zelle hat besser ausgesehen, wie lange. Und jetzt sieht die von Goodman besser aus und sie ist von Anfang gewarnt. Die Zelle ist
zusammengefallen. Es ist ein sehr frustrierender Moment. In der Regel bin ich auch immer sehr betrübt und habe ein bisschen stillkehrend. Ja. Die Enttäuschung ist da, weil man schaut die Modelle an, man denkt, ja, bin ich jetzt am richtigen Ort, und dann entscheidet man sich. Und auf einmal zack, sieht man, wie alles zusammengefallen. Nein, also. Ah. Auch im Thurgau ist die Stimmung getrübt. Wetterlage ist ein Hochdruckgebiet mit Zentrum über der Ostsee, bestimmt heute das Wetter in der Schweiz. Im Süden und in den Alpen ist die Luftmasse generell etwas feuchter und labil geschichtet. Die Winde sind in allen Höhen ausgesprochen schwach. Vor ein paar Tagen hat Jonas erfahren, dass er nicht an der Schweizer Meisterschaft starten kann. Als einziger Teilnehmer in der höchsten Kategorie Unlimited fehlt ihm die nötige Konkurrenz. Der 25-Jährige ist enttäuscht. Ich habe schon immer gewusst, dass es knapp wird mit den Teilnehmerzahlen. Das hat mich natürlich schon ein bisschen mögen. Ich wollte mich messen mit anderen. Gern wäre ich natürlich noch zuvorderst gewesen oder hätte sogar gewonnen. Aber vor allem hätte ich halt auch das Training wollen und den Vergleich halt zu anderen Piloten. Und da habe ich vor allem sehr schade gefunden. Aus der Traum vom Schweizer Meister. Weil Jonas nicht genügend Gegner hat, kann er keinen Titel gewinnen. 3 Monate Training umsonst. Die Absage ist auch abends am Lagerfeuer das Hauptthema. Ja, für mich ist das Ziel schon, auch einen Wettbewerb zu gewinnen. Also, ich würde jetzt nicht irgendwie an einen Wettbewerb gehen, wenn ich weiß, ich werde wahrscheinlich eh letzte. Ich glaube, also für mich persönlich wäre es jetzt enttäuschend. Ich glaube, dann wäre er nicht mehr so motiviert, den nächsten Wettbewerb zu fliegen. Jonas hat keine Lust, an der Meisterschaft teilzunehmen. Ohne Konkurrenz gibt es für ihn nichts zu gewinnen. Eine Teilnahme wäre nicht mehr als ein Training fürs nächste Jahr. Ja. Wenn du jetzt halt keine Konkurrenz hast für Unlimited, dann musst du halt deinen Fokus darauf setzen, dass du nächstes Jahr an die Unlimited WM mit dem Nachteil, dass jetzt halt eben jetzt allein musst Unlimited fliegen. Jonas lässt sich überzeugen. Schließlich will er an die Weltmeisterschaft. Ich habe ein anderes Ziel gesetzt, einfach kein HZ, also kein Nuller zu fliegen. Dass jede Figur klappt oder zumindest wertbar ist. Und ich denke, das ist für die Unlimited schon ein gutes Ziel, wenn man das erreichen könnte. In einer Woche ist es soweit. Titel hin oder her, Jonas will sein Bestes zeigen. Nächste Woche bei Schweizer Helden der Lüfte. Verheerendes Chaos kurz vor der Sonnenfinsternis. Oh, das Wetter! Oh. Oh. No, 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 not just, no, Joseph, no, nicht! No, it's too early! Jonas erlebt an der Schweizer Meisterschaft eine große Überraschung. Ja, jetzt habe ich erfahren, dass ich doch mal einen Konkurrent habe. Und zwar eine mit schon ein paar Weltmeisterschaftserfahrungen. Dominik und Sascha jagen endlich einem echten Tornado hinterher. Ja, Tornado gewarnt. Geht immer wieder rauf und rauf. Und vielleicht kann es mal Bodenkontakt haben. Mal schauen. Missionspilot Daniel besucht seine Patienten im Spital. Und Mischa und Christian machen sich auf eine lange Reise über den Atlantik.